Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Platin. Wir gehen erstmal hier nach oben. Und hier ist nur ein Pokéball. Bisschen versteckt, aber wir haben es gefunden. Und zwar Protein. Okay. Dann gehen wir direkt im nächsten Portal hinein. Und da kommen wir zu einem weiteren Pokéball. Und zwar Zap-Elixier. Dann schauen wir doch mal, ob hier noch irgendwas anderes ist. Ja, wie es aussieht, ist hier nichts mehr. Doch. 1, 2, 3, 4. Und nochmal ein Elixier. Ja, guck mal, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Items ich hier verpasst habe. Dann geht es hier wohl höchstwahrscheinlich weiter. Die Tür ist verschlossen, du brauchst einen speziellen Schlüssel. Die Tür ist offen. Okay, I'm ready. Du bist also gekommen. Ich nehme an, du hast meine Rede gehört. Alles natürlich nur eine große Lüge. War insofern, als es in meiner Absicht liegt, eine neue Welt zu erschaffen. Doch in dieser Welt ist kein Platz für Team Galactic. Diese neue Welt wird nur mir selbst einen Platz bieten. Wäre es anders, dann wäre es nicht die vollkommene, perfekte Welt, die mir vorschwebt. So. Du hast meine Handlanger gesehen. Eine erbärmliche Truppe. Du konntest dich selbst von ihrer Nutzlosigkeit und Unvollkommenheit überzeugen. Ich kann den Grund deiner Anwesenheit, beziehungsweise ich kenne den Grund deiner Anwesenheit, eher spürbar. Es geht hier um Selfe, Turbutz und Wispert, richtig? Du willst sie retten. Nun, meinen Plänen dienen sie nicht weiter. Ich brauche sie nicht mehr. Wenn du sie unbedingt retten musst, dann bitteschön, tu es ruhig. Es ist mir einerlei. Oder nein, es will mir sogar den Ärger ersparen, sie wieder loszuwerden. Eines will ich dir aber noch sagen. Ich finde dich recht bemerkenswert. Was verbindet dich mit diesem Pokémon? Rein gar nichts. Ist es nicht so? Und trotzdem bist du zu ihrer Rettung geeilt. Doch warum? Nächstenliebe? Mitleid? Diese kläglichen, unnützten Gefühle, sie sind unlogisch und irrational. Nur minderwertige Herzen, wie Menschen sie haben, können solche Empfindungen hervorbringen. Nun hat dich diese Sentimentalität mir in die Arme getrieben. Du wirst es bereuen, der Stimme deines Herzens Folge geleistet zu haben. Das werden wir ja gleich sehen. Drei Pokémon, okay. Und als erstes kommt ein Sneebel. Das läuft nicht so, wie ich es mir gerne erhofft hätte. Nehmen dann einmal auf Empoleon. Dann einmal Zetromara. Mach gerade Scheiße in Ordnung. Wow, dass er das überlebt hat, ist ziemlich erstaunlich. Na gut, dann nochmal Zetromara. Das wird jetzt so gesehen nichts bringen. Außer, dass du die Runde bis sie hinaus verzögerst. Oder auch nicht. So, als nächstes kommt ein X-Bart. Da möchte ich doch mal Kadabra einsetzen. Ein X-Bart wird von Galactic Boss Cyrus in den Kampf geschickt. Okay. Denn einmal Psychokinese. Es kann bis. Ach du. Und tschüss. Das war dann wohl doch keine so gute Idee, ne? So, dann einmal ein Luxrabbitzel. Dann den Donnerzahn. Cyrus muss mich wirklich hassen.
Es hat sich vor Verwirrung wieder zuletzt. Bäh, 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 mi, mi, mi. Akademie, mi, 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 mi. Natürlich. Why? Man hat eben Top-Genesung. Das kenne ich auch. Hm? Ach, das ist in Ordnung. Nicht schon wieder der Giftzahn. I hate this. I hate you so much. Und dann überlebt er die Attacke auch noch. Aber gut, wir greifen jetzt als erstes an. Das ist auch ziemlich gut. Mann, war das eine schwere Geburt. Mein letztes Pokémon. Und mein letzter Donnerzahn. Zum Sieg. Oder auch nicht. Mein vorletzter Donnerzahn zum Sieg. Na, vielleicht auch mehr. Okay, das könnte jetzt schmerzhaft werden. Dieses Kampfschiff ist ziemlich stark. Was macht Nachtnebel? Schaden, okay. Okay, der hat zwei meiner Pokémon besiegt. Na gut, dann machen wir doch mal Togetic. Ich muss eingestehen, dass mir bei diesem Tempo eine Niederlage droht. Ich habe ja nicht. Es kommt aber Top-Genesung um die Ecke, ich werde nicht mehr. Bombe, Togetic, Bombe. Unterschätze niemals meinen Togetic. Interessant, aber auch etwas merkwürdig. Ach, findest du? Jetzt verstehe ich, du bist wahrhaftig stark. Und diese Stärke ziehst du aus der Zuneigung, die du deinem Pokémon gegenüber empfindest. Was für eine Verschwendung. Diese Gefühle sind doch nur Illusionen. Und wie alle Illusionen verblassen sie mit der Zeit, bis das Ende sie für immer vernichtet. Dies ist der Grund, aus dem ich jegliche Emotion abgelegt habe, denn sie sind nichts als unnütze Sentimentalitäten. Reden wir nicht mehr darüber. Du wirst meine Argumentation ohnehin nicht verstehen. Doch erkenne ich deinen Mut und deine Stärke an, allein hergekommen zu sein. Nimm dies zur Belohnung. Es gibt keinen besseren Pokéball als den Meisterball. Kein Pokémon, dem du in der Wildnis begegnest, kann sich ihm entziehen. Mir nützt er überhaupt nichts. Pokémon mache ich mir nicht zu Freunden oder Partnern, wie ihr Trainer es tut. Ich setze sie nicht zu meinen Zwecken ein, wie es andere Mitglieder von Team Galactic tun. Stattdessen mache ich mir die Kraft der Pokémon selbst zu eigen. Wenn du die Pokémon der Seelen retten möchtest, dann nimm den Teleporter im anderen Raum. Ich begebe mich nun zum Kraterberg. Den Berg will ich erklimmen, um an seiner Spitze meinem Schicksal ins Auge zu blicken. Dort werde ich meine neue Welt erschaffen. Den Teleporter oder den? Ach, nimmst du jetzt den hier. Okay, ich glaube, hier bin ich richtig. Dann gehe ich doch lieber den anderen Teleporter. Ich will noch mal zum Bett.
glaube, ich gehe nochmal zurück zum Bett. Ne? Das sollte mir doch genehm sein, ne? So. Ich muss mein Team heilen. Und so verschwinde ich auch keine Beleber. Vor allem sind wir jetzt auch direkt wieder da. Dann gehen wir doch auch wieder zurück. Retten wir Selfe, Turbuts und Vesprit. Okay, dann gehen wir hier lang. Gut, da ist meine Top-Genesung von vorhin wieder drin. Unsere Taten machen mir einen richtig schlechten Gewissen. Das Experiment ging wirklich zu weit. Ich weiß nicht, ob ich die Pläne von Meister Sirius noch vertreten kann. In der grünen Flüssigkeit ist etwas. Okay. Kommt immer das Gleiche. Oh, mir ist viel zu übel, um noch ein Wort zu sagen. Aber was wir da geschaffen haben, wohin soll das alles noch führen? Selfe. Selfe ist hier eingesperrt. Die Augen sind zugekniffen. Es hat Schmerzen. Turbuts ist hier eingesperrt. Er zittert und bebt. Es hat Schmerzen. Vesprit ist hier eingesperrt. Der Schweif zuckt leicht. Es hat Schmerzen. Du bist nur hierher gekommen, um ein paar Pokémon zu retten? Ich verstehe unseren Boss nicht. Ich habe ihn noch nie verstanden. Warum lässt er ein Kind wie dich unbehelligt kommen und gehen? Wir, Team Galactic, nehmen uns, was wir brauchen und zerstören den Rest. Egal, du hast es so gewollt. Ich werde dich willkommen heißen. Als kleine Rache wegen deiner Beleidigungen am See. Wann habe ich den denn beleidigt? Ich kann mich nicht erinnern, ihn jemals beleidigt zu haben. Saturn. Ein Goldbad, okay. Los, Kadabra. Und da war Goldbad dahin. Okay, ein Bronze. Da wächst sich doch eben gerne wieder zu meinem Empoleon. Oder Empoleon. Empoleon oder Empoleon, was sagt ihr denn dazu? Und dann einmal Surfer. Sondersensor würde ich jetzt auch nicht mehr retten. Dum, 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 dum. Fast ein Level up. Okay, ein Toxic-Quark. Da möchte ich doch gerne auf Staraptor wechseln. Und dann einmal Aeroass. Mal gucken, ob das ausreicht. Na, gerade so. Etwas hat noch gefehlt. Na gut, in der nächsten Runde bist du eh platt. Gift. Lass mich raten, ich bin gleich wieder schwer vergiftet. Nein? Okay, da bin ich überrascht.
Du bist stark, Kind. Trotzdem bedauere ich Menschen wie dich. Warum bist du so stark? Na gut. Mach doch mit diesen drei Pokémon, was du willst. Drück den Knopf auf der Maschine, um sie zu befreien. Saturn und selbst Zerus scheitern an einem Kind. Die Situation bei Team Galactic ist überaus besorgniserregend. Auch Zerus' Plan da oben am Kraterberg scheint nicht ganz unproblematisch. Und ob er überhaupt funktionieren wird, ist fraglich. Man sollte eine völlig andere Lösung in Betracht ziehen. Eine, die Sharon Genie angemessen ist. Wir befreien erstmal die drei Pokémon. Unser Boss schuf eine rote Kette aus Kristallen, die er den drei Pokémon abnahm. Er benötigte diese rote Kette, um etwas an den Kraterberg zu ketten. Und es scheint, dass er sie auch braucht, um etwas zu erschaffen. Mehr weiß ich nicht. Wer weiß schon, was er da oben eigentlich vorhat. Scheinbar nichts Gutes, ne? Aber dann gibt es hier zufällig auch einen Sensor, wie ich wieder hier entkommen kann. Scheinbar nicht. Muss ich jetzt erst auf den ganzen Weg zurück? Wahrscheinlich gibt es hier so einen Sensor, wo man direkt wieder zurückkommt. Ah, Tatsache hier. Teleporter Team Galactic, der grüne Teleporter, bringt dich ins Erdgeschoss zurück. Auf zu einem neuen Universum, Team Galactic. Wie bist du zum Kraterberg? Team Galactic hat nichts Gutes vor. Gut, dann fliegen wir doch direkt mal nach Erzelingen. Noch einmal auffrischen. Vielleicht noch ein paar Tränke kaufen, bevor wir aufbrechen. Dum dum dum. Dann holen wir uns doch mal ein bisschen Proviant, ne? Guck mal, jetzt können wir Top-Tränke holen. Ja, aber so viel Geld haben wir jetzt nun auch nicht, ne? Mit Leber können wir einen holen. Dann sind wir wieder bei 10. Top-Trank, wie viel haben wir davon? Okay, dann holen wir hier von 9. Dann haben wir hier von auch 10. Wie viel haben wir hiervon? Okay, dann haben wir hier noch ein. Hier haben wir auch noch einen. Und dann haben wir ganz viele Pokébälle. Das musste eigentlich reichen. Wie viele haben wir jetzt? Ja, guck mal, wir haben fast. Oh, guck mal, dann hole ich noch zwei. Dann haben wir genau 400. Und mit Paralyse müsste auch ein Pokéball klappen. Okay, dann brechen wir doch jetzt mal auf. Auf zum Kraterberg. Okay, höchstwahrscheinlich muss ich jetzt hier Surfer einsetzen. Wir haben Protein gefunden, okay. Dum, 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 ein kleiner Stein.
bin einmal Psychokinese, nur weil ich es kann. Bekomme Erfahrungspunkte, aber YOLO. Auch Kleinvieh macht viel Mist. Ach nee, ein Zubat. Dann einmal Konfusion. Das muss ja eigentlich ausreichen. Okay. Dann sage ich jetzt aber an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Platin. Bis dahin, ciao, ciao.